Unser Vortrag gliedert sich in vier Teile. Zuerst werden wir unser Projekt kurz vorstellen, dann aufzeigen, wie die weiteren Entwicklungen für USA per SEMO ausschauen, dann noch kurz was zur Nachhaltigkeit von unserer Software und dem Projekt sagen und dann noch kurz erläutern, wie man mit USA PS starten kann. Die Zielstellung von USA PS war zunächst einmal, Publikationen zu erzeugen, die sichtbar, auffindbar, zugänglich und professionell gestaltet sind und einen Single-Source-Publishing-Workflow zu bieten, der offene Standards und Tools wiederverwendet, die schon existieren. Es gibt oder gab beziehungsweise einen Bruch im Publikationsworkflow, der eine gute und einfache Publikation verhindert hat von Output-Formaten wie HTML, PDF, XML. Auf der einen Seite hat sich hier quasi das Word-Manuskript zum Beispiel befunden als Content und auf der anderen Seite die Output-Formate, die Produktion. Daher sind die USAPS-Kernpunkte, eine Websoftware zur Verfügung zu stellen, um möglichst einfach professionelle Layouts erzeugen zu können für die Formate PDF, HTML, JATS, XML und EPUB. Hierfür gibt es zwei Open-Source-Möglichkeiten, einmal die Docker-on-Premise-Lösung oder die Möglichkeit des Hostings bei SciFlow. Es wird geboten, die Anbindung an verbreitete Tools zum Publizieren, also an Pandoc, OJS, OMP und CSL, also in dem Fall im Zotero-Format. Und es gilt kein neuer Standard. Der Workflow von USAPS funktioniert wie folgt. Man hat ein Word-Manuskript beispielsweise vorliegen. Dieses importiert man in den USAPS-Texteditor. In dem Texteditor kann man das Manuskript noch einmal überarbeiten und anschließend mit dem hinterlegten Template, mit den Formatvorgaben in dem gewünschten Output-Format exportieren, also eben zum Beispiel als PDF, HTML oder XML. Und dieses Format kann man dann wiederum in einer Publikationsplattform hochladen, wie zum Beispiel OJS, OMP oder DSpace. Wir wollen hier nochmal zwei Komponenten der Software genauer vorstellen. Einmal den USAPS-Texteditor. Hier können wir eben die Manuskripte importieren. Und hier sind eben auch noch Textänderungen möglich mit den Werkzeugen, die man oben sehen kann. Hier kann man auch Metadaten ergänzen, also Autorendaten zum Beispiel oder eben semantische Verweise hinzufügen. Die zweite Komponente sind die Templates. Hier werden Standard-Templates bereitgestellt, zum Beispiel für Journals. Und weitere Exporte und Templates können auch entwickelt werden mit dem sogenannten Template Development Kit. Hier kann jede Institution selbst mit ihren Formatangaben und Journal-Vorstellungen ein eigenes Template entwickeln. Genau, nun kommen wir zu den weiteren Entwicklungen für USAPS Demo. Hier haben wir vor, uns mehr auf STEM-Publikationen zu fokussieren, also eine bessere Unterstützung für Tabellen, Formeln und LaTeX zu bieten. Dann wollen wir noch neue Formate implementieren, und zwar JATS XML und BITS XML. Hierfür wollen wir auch einen JATS BITS Reader entwickeln und die digitale Barrierefreiheit bei den Output-Formaten ermöglichen. Und darauf liegt jetzt auch erstmal der Fokus. Hier ist ein Fehler auf der Präsentation, aber das macht nichts. Also unser Ziel war eben erst einmal, Anforderungen überhaupt zu erheben für digitale Barrierefreiheit. Und wir sind da so herangegangen, dass wir erstmal ein PDF mit USAPS erstellt haben. Dies haben wir dann mit dem PAC Barrierefreiheitschecker geprüft und aus dem Fehlerbericht haben wir dann die Fehler gesammelt und priorisiert und eine Liste erstellt.
Und diese Liste haben wir dann an die Themengruppe Barrierefreiheit der AG Uni-Verlage gesendet und mit Feedback zurückerhalten und dann auch nochmal Gespräche dazu geführt und daraufhin die Liste überarbeitet. Diese überarbeitete Liste haben wir dann wiederum an die Fokusgruppe Barrierefreiheit unseres wissenschaftlichen Beirats gesendet und dann mit denen eben auch nochmal ein Gespräch geführt und Feedback bekommen. Und auch noch zusätzlich die Leitfäden der Taskforce Barrierefreiheit vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels zu Rate gezogen und somit eine erste Liste erstellt. Genau. Die Anforderungserhebung ist anhand des Publikationsworkflows von OSAPS gegliedert. Also sie wird bei jedem Schritt mitgedacht, bei Import, Editieren und Export. Beim Export gibt es allgemeine und formatspezifische Anforderungen. Allgemeingültige Anforderungen sind beispielsweise Metadaten, Alttexte, Sprache, Strukturelemente und Responsivität. Das heißt, bei Metadaten eben, dass Dokumententitel, Autorendaten, DOI aus dem Ursprungsmanuskript übernommen werden in die Software und dann im Exportformat auch noch enthalten sind. Dasselbe gilt eben für Alternativtexte, für Bilder und Hyperlinks. Die Sprache ist auch als Textsprache dann hinterlegt und Strukturelemente, also Eigenschaften und Rollen, die Textbestandteilen zugewiesen sind, werden auch übernommen. Responsivität heißt einfach, dass eben das HTML sich beispielsweise an die Bildschirmgröße anpasst und am Ende des Bildschirms umbricht. Es gibt noch formatspezifische Anforderungen für EPUB, PDF und den Schatzbitsreader. Bei EPUB sind es spezielle Barrierefreiheitsmetadaten, die Schema.org-Metadaten, die in der OPF-Datei gespeichert sind. Bei PDF ist es so, dass die PDFs den PDF-UA-Standard erfüllen sollen. Das heißt, sie sind ein Tagged PDF, sodass auch Screenreader wie NVDA die Texte lesen können. Und bei Schatzbitsreader ist es so, die sollen den allgemeinen Webanforderungen entsprechen. Das heißt, es werden Überschriften, Hierarchien übernommen und auch Metatext sollen auch vorhanden sein. So. Hiermit übergebe ich an Herrn Borchert. Ja, danke schön. Genau. Ich starte mal mit der Frage, wie es mit OSApps nach dem aktuellen Projekt weitergehen soll. Aktuell sind wir BMBF gefördert und werde dazu jetzt auf vier Bereiche eingehen: Community, Skalierung, Weiterentwicklung, Roadmap und Finanzierung. Ja, fangen wir mit dem Wichtigsten an, der Community. Also gerade, unser Projekt ist 2021 gestartet und gerade in der Anfangsphase haben wir sehr viele Konferenzen besucht und uns auch in den entsprechenden Gemeinschaften bekannt gemacht. Jetzt sind wir im neuen BMBF-Projekt jetzt im ersten Jahr fertig und werden jetzt auch wieder auf einige Konferenzen gehen. Ja, also Vernetzung, Bekanntmachung ist ganz wichtig. Für uns Beirat haben wir auch ins Leben gerufen zum ersten Projekt und den jetzt auch wieder im zweiten neu besetzt. Darauf geachtet, dass es möglichst heterogen ist auch. Ja, also wir haben De Gruyter mit an Bord, unseren wichtigsten Anwender von OSApps, den FID Philosophie, einige Universitätsverlage und auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen im Beirat. Für die Community gibt es monatliche Calls, wo wir halt Neuerungen zu OSApps vorstellen und genau und da natürlich auch immer eine recht offene Diskussion haben, was bei uns so ansteht. Genau, wie das halt ist mit Open-Source-Software, es sollte natürlich von möglichst vielen Schultern getragen werden. Haben wir jetzt auch angefangen, bestimmte Themen aufteilen, noch nicht, aber wir bemühen uns zum Beispiel, dass der FID-Philosophie auch immer weiter in die Templates reinkommt. Ja.
Genau, zweiter Punkt, Skalierung. Das ist, also wie kommen wir mit OS-Apps in die Breite? Das ist natürlich ein absolutes Thema, auch über die Förderung hinaus. Also erstmal ist es für uns wichtig, uns halt maximal zu fokussieren, und zwar auf den Produktionsworkflow. Also diese Teile abzubilden, wo wir gemerkt haben, dass es derzeit noch nicht in OGS OMP gelöst. Zweiter Punkt, der für Skalierung halt wichtig war. Wir haben immer sozusagen gesehen bei den Anwendern, auch bei Scifloo, dass Templates immer so ein großer Hinderungsgrund sind. Ja? Jedes Journal möchte natürlich, dass es maximal individuell und schön aussieht. Das werden wir natürlich in der Form nicht lösen, aber wir haben es zumindest jetzt mal in der Form geschafft, dass wir eine UI entwickelt haben, die Templates ohne technisches Wissen anpassbar macht. Und so können auch Templates weiter verbreitet und auch nachgenutzt werden. Genau, und für das Hosting und für die Skalierung auch ganz wichtig zu erwähnen, eben das Hosting. Also auch ganz unabhängig von der FAU oder von Scifloo kann man mit OS-Apps einfach loslegen. Dazu sage ich dann am Ende des Vortrags nochmal was. Weiterentwicklung und Roadmap. Also erstmal vielleicht ein, zwei Sätze dazu auch, wie sich OS-Apps von Scifloo Publish abgrenzt, das wir als Scifloo ja eben auch haben. Also OS-Apps hat wirklich halt diesen ganz klaren Fokus auf den Produktionsworkflow. Import, Bearbeiten, Export. Ja, also das also sehr, sehr eng gefasst, und das will man natürlich auch möglichst gut machen. Bei Scifloo kommen dann eben noch weitere Features hinzu, und zum Beispiel auch das Editing wird mit berücksichtigt. Features Support ist dann eben noch mehr drin, aber es soll sozusagen immer so diesen Kern geben, der auch wirklich komplett Open Source abbildbar ist. Genau. Scifloo und OS-Apps sind jetzt sozusagen im gewissen Sinne getrennte Produkte, aber haben tatsächlich auch die gleiche Basis. Und gerade am Anfang haben wir halt sehr, sehr viele Features von Scifloo Open Source gestellt, um eben OS-Apps auch starten zu können. Umgekehrt ist es jetzt natürlich genauso, wenn wir über Barrierefreiheit reden. Das wird in OS-Apps einfließen und auch in Scifloo. Genau, wie wir eben diese Abgrenzung machen, was kommt jetzt in den offenen Kern rein, ist eben genau auch diese Produktabgrenzung. Alles, was unmittelbar den Produktionsworkflow betrifft, das wird dann auch entsprechend in OS-Apps umgesetzt. Und vielleicht auch nochmal ein kleiner Ausblick jenseits unseres laufenden Projektes, wo wir uns halt viel mit Barrierefreiheit befassen. Ist auch nochmal den automatisierten Import weiter zu verbessern. Also je mehr Automatisierung da reinkommt, desto leichter wird das Leben von allen. Und auch Referenzerkennung zu verbessern, weil das so aus unseren Erfahrungen immer einen großen Anteil der manuellen Arbeit ausmacht, was man noch weiter automatisieren kann. Finanzierung. Also wie angesprochen, wir sind jetzt noch bis sehr weit in das Jahr 2025 finanziert. Arbeiten natürlich auch schon daran, OS-Apps darüber hinaus auf verschiedene Säulen wirklich aufzustellen. Den ersten, Scifloo Publish, hatte ich schon genannt. Also auch Entwicklungen, die wir da machen, fließen zurück in OS-Apps. Das zweite ist, wir arbeiten an einem Konzept für ein Hosting von OS-Apps. Was wir dann oder auch andere anbieten können. Weiterhin sind wir natürlich auch offen für weitere Anträge mitzugestalten und auch Entwicklung mitzuleisten. Genau, von unserer Scifloo-Seite sei auch nochmal erwähnt, also wir sehen das Finanzierung jetzt sozusagen auch in zwei Richtungen. Also wie finanzieren wir OS-Apps, aber wie können wir sozusagen auch die Open-Source-Komponenten, die in OS-Apps und Scifloo verwendet werden, mit unterstützen. Also Pandoc, ProSmira sind mal so zwei Beispiele, die wir auch monatlich sozusagen auch unterstützen. Genau, das jetzt mal so, wie wir uns das Thema Nachhaltigkeit vorstellen, ist natürlich jetzt noch nicht hundertprozentig abgeschlossen, aber ich denke, es wird deutlich, es gibt Ideen und Bausteine, wie das Projekt auch noch lange fortgesetzt werden kann. Genau, letzten Teil nochmal zum Einstieg. Wie kann man loslegen? Also hier sei Ihnen allen auf jeden Fall die Community Course ans Herz gelegt. Es ist so, wir stellen immer vor, was wir sozusagen entwickelt haben, oder die Community bringt Themen mit rein. Also über Templates haben wir die letzten vier gesprochen. Bald wird auch BitsXML ein Thema sein, was auch im Rahmen des Projektes entwickelt wird.
Fragen und Feedback zu OS-Apps sind auch immer erwünscht. Also es ist halt ein sehr, sehr offener Call. Und wenn jemand dann das erste Mal dabei sein sollte, können wir auch immer noch mal gerne eine kurze Demo geben, um ja noch mal den Workflow direkt im Programm zu zeigen. Genau. Die Community Calls werden über unseren Newsletter und über Slack versendet und der nächste Termin ist am 18.09. Wer es noch praktischer haben möchte, der kann auf unserer OS-Apps-Webseite OS-Apps direkt auch ausprobieren. Ne? Es gibt da eine Version da, eine Spielwiese sozusagen. Technisch Versierte können es über Docker auf dem eigenen Rechner installieren oder im Rechenzentrum. Und über unseren Slack-Channel, der auch auf unserer Webseite verlinkt ist, können wir sozusagen da auch immer kollegialen Support leisten beim Aufsetzen. Genau, damit beenden wir den Vortrag und freuen uns auf Ihre Fragen.